Brasilien ist eine Touristendestination, die boomt mit idyllischen Plagen. Touristen gefahren alle an den Nordosten gezogen, was zum Beispiel an der Hafenstadt Natal positiv ökonomische Konsequenzen hat. Der Tourismus ist für den Staat Rio Grande do Norte ganz wichtig, besonders für Natal. Am Staat ist der Tourismus an dem Petrol den zweitwichtigsten Wirtschaftszweig, zu Natal der wichtigste. Viele Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom Tourismus auf. Der Staat muss also an ihm festhalten. Für den 90er Jahren gehen zu Natal alle Jahre 300.000 bis 400.000 Touristen. Heute sind es da über 2 Millionen. Mit 100 Postkartenbildern verstopft sich eine ganz andere Realität. Einerseits das moderne Brasilien gut entwickelt, andererseits ein Brasilien von der Armut gezeichnet. Então esses dois Brasis, eles são muito conflitivos e eles estão muito em paralelo. Die zwei Brasilien, die sind in Konflikt zu leben, aber parallel. Den Tourismus zu Natal influenziert die zwei auf unterschiedliche Art und Weise. Ihr bringt ökonomische Ressourcen, von denen natürlich Brasilien noch profitiert. De certa forma, um dos Brasis, que é o Brasil desenvolvido, que ele acaba o que se desenvolvendo mais. Den Effekt vom Tourismus auf das Arm Brasilien als Erfrecht damit gefährlich, weil er noch Predatoren auf hier rift. An den 70er und 80er Jahren hat Brasilien Touristen für und alle mit Fotos von schönen exotischen Mädchen oder auch beim Karneval ab Partylaune angelackelt. Das seid ihr nur auf der Plage Miami mit seinen Heischhäusern als Surferin. Das ist eine ganz relaxte Vakanzenatmosphäre heute zu spüren, wo die Männer, die deals von weit kommen, sich können beholen, wie sie wollen, und nicht müssen mit den Kontranten rechnen, die sie vielleicht daheim in ihrem Land hätten. Nicht weit von der Wasch, ein Bidonville mit dem Namen Afrika, wo junge Mädchen und Jungen von einem besseren und einfachen Leben träumen. Rencontre zwischen diesen zwei Welten hat leider meistens etwas mit Sextourismus zu tun und hat Opfer davon sind Jugendliche, die auch Kleinmädchen. Aí você alia, né, esses dois fatores, né? O fator do exotismo da viagem. Wenn du die zwei Faktoren kombiniert, die Freiheit vom Reisen an einem Land, das nicht dir schon gehört, wo ihn aber die Meinung verkauft wird, dass es eine große sexuelle Freiheit gibt, ein Relaxement und eine große Flexibilität. Uma imagem que foi vendida, né? De liberação sexual, de liberdade. Gegenüber hat einfach die große soziale Ungerechtigkeit, was das schlimme Problem ist. Die zwei kombiniert machen nämlich einen explosiven Cocktail, den schlussendlich der Genie den Genre von Exploitation favorisiert. Então acho que você cria uma mistura, digamos assim, explosiva, que favorece a esse tipo de exploração. Das Mädchen ist von 12 Jahren uns von den Touristen exploitiert gehen. Für die Stream und Selbsthass sind heute all der von dieser jungen Frau, die mittlerweile 22 Jahre hat. Sie gesagt, sie ging eine Fremde für mich fand, eine Gringo, den sich dann um mich kümmern ging, aber sie sind fortgegangen und nicht mehr rumkommen. Die Chancen sind nicht dieselbe für die zwei Gesichter von Brasilien. Das gesagt noch klar am Schulsystem. Nicht weit vom Bidonville Afrika wasch aus die öffentliche Schule Dilse. Den Enseignant, den hat sollte in den nächsten Kur gehen, aus einfach mal nicht kommen. Die Schüler haben heute für nicht gewacht. Für mich ist es egal, was ich habe. Oder gesehen, dass dir Futi ist. Kann man spielen mit dem Ball und schlagen auf Lehrpersonal. Die Direktorin hat eine Sportskurve versprochen, aber bis jetzt fällt er nicht. Vesania wohnt am Quartier Afrika, sie ist Assistant Sozial. Also hier in Afrika gibt es just die heutige Schule. Es gibt einen anderen Platz und einen anderen Strass, aber wie sie die heute gebaut haben, haben sie alles aus der Schule an die heute gedroht. Aber hier gibt es keine Kuren. Und dir, was macht ihr hier? Lehrt ihr hier? Nein, ihr lehrt nicht hier. Sie sind angeschrieben. Ohne Schule noch ohne Encadrement von der Familie verfällt der Kanz sehr auf einen anderen Schien, an dem ihm ein besseres Leben versprochen wird. Saía, né? Eu não falava a verdade para minha mãe, para meu pai. Saía. Sind rausgegangen. Ich habe meinen Eltern aber noch nicht gesagt, wohin. Ich so just, dass ich beging auf eine Party go, bei einer Freundin. Aber sie haben aber irgendwie direkt gemerkt, dass ich etwas Schlechtes machen. Die haben uns nicht noch gedacht, dass ich etwas Gutes machen.
Aber wo ich dann heimgekommen bin, wo ich das Gesicht von meiner Mama gesehen habe, ich hatte ja gelungen. In dem Moment wusste ich, dass das nicht gut für mich war. Die Situation in Brasilien ist trotz allem nicht so weit wie in Südostasien, wo viel mehr physisch Brutalität am Spiel ist. Mit dem Alter von den Victimen ist dann aber ein großes Problem. An einem Leben lachen, stürzen nämlich Hoffnungen und Dream von der großen Leben und aus Misere heraus wird gehandelt. Hier schwätzen sie dich einfach überall an. Wenn du an einem Shoppingcenter bist oder auf einer Terrasse sitzt, schwätzen sie mit dir. Es ist ganz einfach, mit brasilianischen Frauen in Kontakt zu kommen. Brazilian women. Muitas vezes elas vão para a exploração. Dags lassen sie sich ausbeuten, für dorthin zu helfen, für Suen hinzubringen, für zu essen, für ihre Brüder und Schwestern zu helfen und hier und auch für das Wissen von den Eltern zu unterstützen. Wenn dann ihr seht, dass sie spielen, wenn sie bei ihr gehen, für zu schwätzen, dann muss ich sehen, was Hannah dem Ganzen stößt. Auf ihren allem, hier wie an der ganzen Welt als eine Vergewaltigung von einer managerischen sexuellen Ausbeutung. Sie desideren nicht, sie haben die Kapazität, ihr Persönlichkeit ist nach anderen Entwicklung. Prostitution von Erwachsenen wird in Brasilien nicht als Krim angesehen. Die brasilianische Legislation sagt aber für, dass den Abus oder auch die Exploitation von Minderjährigen soll bestraft gehen. Am Juli 2009 aus einer neuen Legislation herauskommen, die eine Prisonsstrafe von 4 bis 10 Jahren vorgesehen für bezahlte sexuelle Kontakt mit Minderjährigen. Sowohl den Zuhälter wie auch die Klienten können bis an ihr heimisches Land verfolgt gehen. Diana präsidiert eine Assoziation von Prostituierten zu Natal. Hier ist aufgefallen, dass viele junge Mädchen auf den Trottoir gehen. Ihre Mission ist es, zu probieren, sie davon aufzuhalten. Ob Prostitution nicht kriminell ist, für mich ist alles, was ich durchleben muss, für sie überleben, kriminell. Das Leben, also das ganze System, an dem Mangel von Möglichkeiten, das ist für mich kriminell. Oportunidade, né? Já é um crime, né?